Auf zu 86. Warte mal. So, jetzt aber. Gut, Reaper. Wo kann ich den Reaper noch einmal anmelden? Ja. Wir haben nochmal einen Raids. Wenn Meva nicht zurück nach Pelakas Ruh gelaufen ist, sondern noch viel weiter vom Dorf weg, was sollen wir dann bloß tun? Wir können sie ja nicht einfach im Stich lassen. Ruhe bewahren. Oh, du hast recht, entschuldige. Wie bitte? Die Leute verwandeln sich in Ungeheuer, weil sie Angst haben oder verzweifelt sind? Das erklärt einiges. Ja, ne? So, hier sind soweit alle versorgt. Hat eure Suche etwas ergeben? Nope. Einen Toten. Mit einem Zirkling auf dem Arm. Auch noch. Die Ärmste. Natürlich helfe ich bei der Suche. Hier ist im Moment nicht mehr viel zu tun. Ganz recht, die schlimmsten Wunden sind geheilt. Wenn wir jetzt gehen, bedeutet das aber auch, dass wir das Dorf und da. Mal. Wenn wir jetzt gehen, dann sollten wir uns ja suchen. Ja, ja. Komm, rede schneller. Bitte. Ja. Ja, ich muss jetzt überfliegen. Ich will keinen Strafpunkt kriegen. Ich habe die Hoffnung, dass es nicht mehr ganz so lange ist. Komm schon. Ja. Mach hinne. Mach. Los. Hopp. Ich muss die Klasse noch wechseln. Knapp in der allerletzten Sekunde. Danke, Papa. Ich bin einfach komplett überlesen. Nein, nicht schon wieder. Oh. Mann, oh. Oh, zwei Reaper diesmal nur. Aber zweimal den Sage.
Oh. Da eigentlich keinen Job drauf. Ah, das war meine Frage. Muss ich die Frage stellen, warum der andere Reaper schon wieder tot ist? Ich will nicht wissen, was der schon wieder angestellt hat. Hm, der ist müde. Ich glaube auch. Wird doch gar nicht wiederbelebt. Oder er ist schon wieder tot. Da habe ich diesmal nicht drauf geachtet. Ciao. Belebt mal einer den... Okay. Naja. Bitte eine Minute, ja, danke. Der denn der Hirnkopf? Und der letzte. Sogar Schaden genommen.
Nein, nein, nein. Oh, Kacke. Oh. Jedes Mal vergesse ich's. Ich hasse es. Vor allem beim ersten Eisblock will ich mich jedes Mal direkt schon hinterstellen. Dann, wenn ich's machen soll, dann tue ich's nicht. Oh, ob ich jemals lerne? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich lerne es nicht. Der Zug ist, glaube ich, bei mir abgefahren. Ja, ja. So, viel Spaß mit dem Schrott. Ich brauche ihn nicht. Stopp. Hier ist kein Schrott, ne. Das ist mein Bade. Oh, ihr seid mal wieder da und unverletzt. Was für ein Segen. Habt ihr Querasaf und Mevan finden können? Nö. Zumindest Querasaf. Nun, der ist tot. Ach, ich hatte so sehr dafür gebetet, nicht noch einen Freund betrauern zu müssen. Mögen die Götter seine Seele zur Ruhe betten. Bitte, als Vorstand dieser kleinen Gemeinde flehe ich euch an. Findet Mevan und ihr kleines Kind. So viele andere sind ebenfalls geflohen, als die Bestien über uns herfielen. Auch über ihren Verbleib weiß ich nichts. Solltet ihr ihnen begegnen, nehmt euch ihre an. Ich werde die hiergebliebenen derweil beruhigen, so gut es mir möglich ist. Auf dass sich gleich das nächste Unheil über uns hereinbricht. Das ist gut, oder? Dann verwandelt sich hoffentlich niemand mehr. Wir sollten deinen Freunden Bescheid sagen. Wohin dahin? Ja. Nee, warte, wo muss ich hin? Muss ich das eine Haus da? Im Moment, wenn ich ausnahmsweise wild bin. Nee, ich muss raus. Ich muss aus dem ganzen Ding, glaube ich, raus. Ja. Hätte ich nur einmal um die Ecke geguckt. Wir sind einmal alles abgegangen, haben aber keine einzige Bestie mehr entdeckt. Vermutlich hast du auf deiner Suche nach Mevan schon alle erwischt, die sich noch um Palakas Ruhe herumgetrieben haben. Dann lass uns mit der Suche beginnen. Matsya, hast du irgendeine Idee, wohin sie geflohen sein könnte? Folgt man den Xiroda nach Süden, gelangt man zu einer alten Tempelstätte namens Perusa. Ich kann mir gut vorstellen, dass es viele in ihrer Angst dorthin gezogen hat. Querasaf hat sich schließlich auch im Tempelruin versteckt. Das ist ein guter Gedanke. Versuchen wir unser Glück dort. Ich bin bei Matsyas in Nähe. Könnt ihr beide die Umgebung im Auge behalten? Sollen ja noch andere auf der Flucht, Leute auf der Flucht sein? Vielleicht laufen wir jemandem über den Weg. Gut, das werden wir. Dann auf nach Perusa. Okay.
Schlange, lass mich in Ruhe. Ich will jetzt nicht. Ach komm. Gute Nacht. Und du bist... Hab vielen Dank. Ich dachte schon, mein letztes Stündlein hätte geschlagen. Nein, ich bin zwar nicht Mevan, aber aus Palakastru komme ich schon. Sie ist auch geflohen, nicht wahr? Bitte gebt sie nicht auf. Sie muss hier irgendwo sein. Mich müsst ihr euch keine Sorgen machen. Ich schaffe es auch allein zum Dorf zurück. Ja, da bist du ja. Schau da. Schau, das da vorne ist Purusu. Purusu, genau. Als wir angekommen sind, haben wir direkt Bestien entdeckt, die auf Leute losgegangen sind. Lizzie und Alfino haben sich sofort dazwischen gestürzt und aber bestimmt sind hier noch viel mehr. Pass auf dich auf, ja? Einer müsste da oben sein. Schauen wir einfach mal. Ja. Okay, das ist weit weg. Okay. Dann zum nächsten. Solche. Where? Autsch. Natürlich. Ich sollte vielleicht erstmal warten, bis mein Leben hier wieder aufgefüllt ist. Jetzt könnte es mir das vielleicht zum Verhängnis werden.
Hello. So. Was habe ich eigentlich? 50, 50, oh Gott. Nur damit ich weiß, was ich dann morgen zu tun habe. Wie gesagt, morgen will ich ja Reaper leveln. Na, kriegen wir uns 680? Kann ich überlegen. Ah, da bist du ja. Wie sieht es mit. Wie steht es um die Dorfbewohner? Du hast so viele Bestien, also gut, dass du dich hierher gleich angenommen hast. Versammeln wir die Überlebenden und kümmern uns um ihre Wunden. Haben wir jetzt überhaupt die gefunden, die wir suchen? Ich glaube nicht, alles ne? Alles wird gut. Der Schmerz lässt bald nach. Hat irgendjemand Mevan gesehen? Hier ist sie also auch nicht. Wir sind einmal alles abgegangen, haben dabei aber weder Biester noch weitere Dorfbewohner gefunden. Ah, willkommen zurück. Hier sind fürs Erste auch alle versorgt. Was sollen wir denn jetzt machen? Sicherlich nimmt man uns anderswo auf. Vielleicht können wir eine Weile lang nicht zurückkehren, aber irgendwann doch bestimmt. Ganz bestimmt. Anderswo? Ist anderswo denn sicherer? Das weiß ich nicht, aber... Es ist alles verloren. Egal, wohin wir uns wenden, es ist doch überall gleich. Und selbst wenn nicht, meine ganze Familie... Sie sind alle... Oh. Schlecht. Wir müssen sie auf andere Gedanken bringen, sonst... Ja, sonst geht das gleich wieder von vorne los. Hey! Hey! Wir sind doch in Purusha. Purusha, okay. So heißt es. Einem heiligen Ort. Und das bedeutet, dass wir den wahren Göttern ganz nah sind. Unseren Tiergöttern. Hier beschützen sie uns. Also gibt es gar keinen Grund, jetzt den Kopf hängen zu lassen. Genau. Denkt an die erste Lehre der Götter. Ihr alle kennt sie in- und auswendig. Ihr alle habt sie rezitiert, wann auch immer es euch schlecht ging. Habe ich recht? Höre diese Worte, Kind des Lebens. Die Schönheit ist nur Teil des Seins. An jedes Wesen Seite wandeln Kummer, Schmerz und Gram. Denn Unglück pflastert unsere Wege. An steinig Pfades Ende wartet weder Lohn noch Preis. Nur todesschwarzer Schlund schnappt nach jedem deiner Schritte. Er schenkt dir Furcht und Trauer, Zorn und Hass. Niemals sollst du deine Augen schließen. Schreite fort und stelle dich dem Leben. Denn
jener Schmerz, der an dir zerrt, ist weder Schand noch Makel. Wie Schmiedes Hammer stete Schläge stellt er deine Seele und formt dich zu stolzer Klinge. Ich danke dir, mein Junge. Es sind Zeiten wie diese, in denen wir uns der Worte der Götter besinnen müssen. Auch euch gebührt unser Dank dafür, dass ihr uns gerettet habt. Mevan habt ihr noch nicht gefunden, oder? Macht euch keine Sorgen um uns. Wir schaffen es allein ins Dorf zurück. Aber helf doch bitte, nach ihr zu suchen. Selbstverständlich. Der Weg sollte frei von Bestien sein, aber gebt dennoch auf euch Acht. Geht keinesfalls alleine und wartet bitte, bis alle versammelt sind. Das war ein sehr bewegender Anblick, Mazia. Gut, dass du die Leute an die Worte erinnern konntest, die ihm ganz offensichtlich sehr viel bedeuten. Diese Lehre wurde uns von den Tiergöttern in ihrer endlosen Weisheit mitgegeben, als das erste Leben zu sprießen begann. Wisst ihr, mir wachsen Dinge schnell über den Kopf hinaus. Wenn ich wütend werde, Angst habe oder nervös bin, selbst wenn mir keine Fische ins Netz gehen. Ich rezitiere dann immer diese Zeilen. Es war jedenfalls eine fantastische Idee. Selbst ich fühle mich bestärkt von diesen Worten. Auch wenn sie wirklich nichts beschönigen. Aber sie sind wahr. Das beweist das Leben jeden Tag aufs Neue. Wir wachsen mit dieser Erkenntnis auf, dass uns auf unserem Weg unzählige Schwierigkeiten begegnen werden. So sind wir von ihnen nicht überrascht und genießen die Zeiten umso mehr, in denen es uns gut geht. Ich verstehe und muss zugeben, dass Weisheit darin liegt. Suche in der dunkelsten Stunde nach der Freude. Nur jene, die in die Fratze der Verzweiflung gestarrt haben, durch Kummer und Leid gewartet sind und doch immer weiter vorangeschritten sind, nur jene finden das wahre Licht in sich. So, derart gestärkt müssen wir uns jetzt mit neuem Eifer auf die Suche nach Mevan machen. Sehen? Schluckt. Da ist eben jemand vor einem Biest geflohen. Echt? Da war jemand? Ich habe das Biest gesehen, aber ich habe nicht gesehen, dass da jemand weggelaufen ist. Abschießen. Und haben wir unseren Level up? Ja, wir sind Stufe 86. Oh, sehr schön. Juhu! Schön. Ich bin irgendwie bis jetzt emotional. Ja. Ja. Ist es auch. Sehr emotional. Stoßfall. Stoßfall bereits aktiv.
Okay. Ich habe jetzt irgendeine Fähigkeit bekommen, die von der ich nicht weiß, wie. Was? Wo? Oh. Hier kann ich einmal noch was anlegen. Okay. Wir sind aber noch immer bei einem 85er-Quest. Ist da jemand von vor einer Bestie weglaufen? Richtung Westen. Mehr konnte ich nicht ausmachen. Bäume waren zu dicht. Dario, Mazia, ihr nehmt euch den Fluss vor. Alfino und ich suchen im Süden. Ich kann mir aber vorstellen, dass sobald das Gebiet endet, dass wir dann bei der 86er-Questreihe sind. Das kann ich mir tatsächlich vorstellen. Da, wobei ich gerade am überlegen bin, ob ich nicht tatsächlich jetzt erstmal. Weil gut, ich habe die allerletzte noch nicht, ne? Die letzte Ätherquelle habe ich noch nicht. Ja, eigentlich bringt es nichts, wenn ich jetzt schon den Rest suche. Wir brauchen ja auch noch die Quests. Quests haben wir ja soweit auch nicht dafür. Müssen wir gleich mal gucken. Ich erwarte aber auch schon irgendwie so ein bisschen die nächste Prüfung. Ich weiß auch nicht. Das kann ja eigentlich nicht mehr lange dauern. Mein Indie hatten wir jetzt auch schon. Schauen wir das da noch rüber. Das ist Meva. Kein Zweifel. Mist in die gehabt, ja. Wobei die letzte, da habe ich echt dran gesessen. Ich habe das irgendwie nicht gereicht gekriegt. Jetzt im Nachhinein weiß ich, wie es funktioniert. Das war halt trotzdem mega heftig. Fand ich zumindest. Weil ich es erst nicht gereicht habe. Die ersten zwei Emis fand ich easy. Bei der dritten bin ich halt sehr oft gestorben. Und der erste Prima-E-Kampf war hart. Nein, 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 nein. Alter. Die sind tot. Die sind doch hundertprozentig tot. Wie soll das Baby das überleben? Das macht Mut. Wenn du Hilfe brauchst, ich kann jederzeit mit rein. Ich weiß zwar nicht, ob ich eine Hilfe sein werde, aber okay, ich kann es versuchen. Zumindest eine DD-Hilfe kann ich sein. Kleine Mädchen fehlt hier in Spur. Okay, sie ist auf jeden Fall tot. Das Baby wird das niemals überlebt haben. Wie soll ein Baby das überleben? Schnellstmöglich aus dem Wasser. Wie wir beim Ice Age hat es auch überlebt. Ja, ich weiß, aber. Ich weiß nicht, war das Baby so tief auf dem Grund? Im Fluss ging das ja, glaube ich, nicht ganz so tief. Hier lag das Baby ja komplett einmal. Da ganz, ganz unten drin. Ich weiß nicht, ob wir schnell genug da jetzt drin waren. Warum war eigentlich das Baby jetzt drin? Ah! War dumm. Okay.
Das war schnelles Eingreifen. Wie steht es um Mevan und ihr kleines Kind? Verdammt, wo wir sie doch endlich gefunden hatten. Aber ihr Kind wird nicht dasselbe Schicksal ein, das schwöre ich. Das weißt du nicht. Selbst wenn es lebt, das könnte immer noch Schäden davon getragen haben. Oh nein, es ist ganz kalt. Das Kleine ist unverletzt und atmet wieder, aber flach. Und es wird schwächer. Hier kann Heilmagie nicht mehr viel tun. Wir müssen zurück ins Dorf, und zwar schnell. Es braucht trockene Kleidung und Wärme. Das musste ja sein. Matzia, nimm das Kind. Vermutlich wurden die Biester, die in den Ruinen herumstreifen, vom Kampfeslärm angelockt. Dann sind die hier sicherlich nur die Vorhut. Uns läuft die Zeit davon. Matzia, schaffst du es mit dem Kind bis ins Dorf? Ich alleine? Ich meine, irgendwie bestimmt, aber... Wir kümmern uns um die Biester und sehen zu, dass dir kein einziges davon ins Dorf folgt. Aber dazu brauchen wir dich und all deinen Mut. Bring dieses Kind sicher nach Hause, Matzia. In Ordnung. Dann mache ich mich jetzt auf. Ja, aber hoppe ich jetzt. Und wir halten sie für dich auf. Los, Matzia. Na toll. Belebt ihr mich wieder, wenn ich tot bin? Ich hab's heute nicht so mit dem Überleben. Schafft so niemals. Irgendwas passiert doch gleich. Reiß dich zusammen, Matzia. Um der Götter willen. Was soll ich denn jetzt? Beruhig das Kind. Ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst. An jedes Wesens Seite wandeln Kummer und Schmerz. Beruhig das Kind. Nur Todesschwarz Schlund schnappt nach jedem deiner Schritte. Beruhig das scheiß Kind. Nein, bitte. Ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst. Denn je nach Schmerz, der an dir zerrt, ist weder Schand noch Makel. Wie Schmiedeshammer, stete Schläge, Gold zu klingen. Das ist so. Stolze Klinge. Die Götter? Götter? Nicht ganz. Aber ein Wächter. Bitte rettet dieses Kind. Ich flehe euch an. Für Keraschaf und Mevan. Sie ist ihr Ein und Alles. Thank you.
Na sieh mal. Selbst dieses kleine Würmchen weiß Freund von Bestie zu unterscheiden. Du warst außerordentlich tapfer. Nun bringen wir dich zurück nach Palakas. Bleiben noch meine werten Bundskollegen. Wobei es aus der Luft so aussah, als hätten sie meine Unterstützung gar nicht nötig. Und damit hätten wir hier aufgeräumt. Lasst uns schnell zu Mazia aufholen. Ihr habt ja gar nichts für mich übrig gelassen. Estinien, du bist Mazia also zu Hilfe gekommen? Nicht ich. Friedra hat ihn erspäht, wie er durch die Botanik geprescht ist. Jetzt bringt er ihn gerade in sein Dorf zurück. Das bedeutet ja, dass er sich vor Leuten zeigt. Diese Entscheidung kann ihm nicht leicht gefallen sein. Wer weiß. Kommt ihr euch anschließen? Gleich. Eine Sache noch. Ich will Mevan bergen, ihr die letzte Ehre erweisen und ihr danken. Weil sie ihr Kind so eisern beschützt hat. Und sie muss erfahren, dass es ihm gut geht und es in Sicherheit ist. Außerdem sollte sie gemeinsam mit ihrem Mann zur Ruhe gebettet werden. Würdest du mir dabei helfen? So. Ja gut, das lief nicht ganz so gut, ne?